fürs Finanzamt. So, ich bin angekommen bei Umsatzsteuer, ein Grundkurs. Das ist im Kapitel 2. Oh Schreck, die Umsatzsteuer, kein Buch mit 7 Siegeln. So. Als letztes ging es um keine normale Kundschaft, Freiberufler in den Kulturberufen. So. Und ich lese einfach mal weiter. Aber wo es Gesetze gibt, gibt es Ausnahmen. Daher existieren im Umsatzsteuerrecht zahlreiche Befreiungen von der Umsatzsteuerpflicht. So sind Heilbehandlungen als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut oder als Hebamme im Bereich der Humanmedizin von der Umsatzsteuer befreit. Wann wird geheilt? Das ist ein Kasten. Und da ist so ein Ordner davor, das heißt, gibt es auch eine Legende dazu. Zum Abheften ist das. Wann wird geheilt? Mit den Heilberufen ist das so eine Sache. Der Paragraph, der im Einkommensteuergesetz diese Gruppe der Freiberufler definiert, ist eng gefasst. Dort sind unter Heilberufen explizit nur Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Heilpraktiker, Dentisten und Krankengymnasten aufgeführt. Im Umsatzsteuergesetz wiederum werden zusätzlich noch Physiotherapeuten und Hebammen genannt. Die Aufzählung ist deshalb so wichtig, weil viele Tätigkeiten dieser Berufe von der Umsatzsteuer befreit sind. Die Oberfinanzdirektion, in Klammern OFD Frankfurt am Main, hat sich nun in einem aktuellen Schreiben damit befasst, wie genau heilberufliche Tätigkeiten aussehen können. Da ist die Quelle auch angegeben. Ein Hinweis dafür, dass eine ähnliche heilberufliche Tätigkeit vorliegt, ist nach Auffassung der Oberfinanzdirektion die Zulassung der gesetzlichen Krankenkassen. Fehlt es an einer solchen Zulassung, müssten die Finanzämter feststellen, ob die Ausbildung, die Erlaubnis und die Tätigkeit vergleichbar seien. Dagegen spielt die Rechtsform des Unternehmens für die Steuerbefreiung keine Rolle. Grundsätzlich gilt, die Umsatzsteuerbefreiung gibt es nur dann, wenn ein Arzt oder ein Heilpraktiker die Leistung verordnet hat. Empfiehlt ein Arzt lediglich eine Behandlung, etwa bei Antritt eines Aufenthalts in einem Kurhotel, ist dies für die Steuerbefreiung nicht ausreichend. Achtung, damit ist der Kasten zu Ende. Achtung! Leistungen von Heilberufen sind nur dann umsatzsteuerfrei, wenn es sich um eine klassische Heilbehandlung, also um eine medizinische Maßnahme mit einem therapeutischen Ziel handelt. Kosmetische oder Wohlfühlbehandlungen fallen nicht unter die Umsatzsteuerbefreiung. So, jetzt kommt ein Kasten vor Gericht, Hinweise auf interessante Urteile. Yogakurse sind keine Heilbehandlungen. Für entspannend, aber nicht heilend hält der Bundesfinanzhof Yogakurse. Das Angebot einer Yogaschule sei nicht von der Umsatzsteuer befreit, da die Yogakurse keinen therapeutischen Zweck erfüllten. Leistungen zur Prävention und Selbsthilfe haben nach Ansicht der obersten Steuerrichter keinen unmittelbaren Krankheitsbezug. Sie verbesserten lediglich den allgemeinen Gesundheitszustand und leisten darüber hinaus einen Beitrag, um die sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen zu vermindern. Fazit: Yogakurse sind gut fürs Wohlbefinden,
aber leider nicht von der Umsatzsteuer befreit. So, dann ist der Kasten auch zu Ende. Bestimmte Leistungen in den Bereichen Musik, Theater und Bildung fallen ebenfalls unter die Umsatzsteuerbefreiung. Dazu zählt etwa der Unterricht selbstständiger Lehrer an einer staatlichen Schule oder Hochschule, die auf einen Beruf oder eine vergleichbare Prüfung vorbereitet. Auch die Leistungen von Schauspielern, Musikern und anderen Künstlern in einem Ensemble sind umsatzsteuerfrei. Bin wieder bei vor Gericht angekommen. Interessante Hinweis auf interessante Urteile. Und der heißt Fremdsprachendozentin mit und ohne Umsatzsteuer. Wie komplex die Materie der Umsatzsteuerbefreiung ist, zeigt ein Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts. Eine selbstständige Dozentin für Englisch und Französisch betrieb ein Lernstudio und gab zusätzlich Kurse an der Volkshochschule. Das zuständige Finanzamt war der Meinung, dass alle erbrachten Leistungen umsatzsteuerpflichtig waren. Die Richter des Niedersächsischen Finanzgerichts schauten dagegen ganz genau hin und zogen auch noch europäisches Recht hinzu. Das Ergebnis: Der Unterricht an der VHS war nicht von der Umsatzsteuer befreit, da die Dozentin keine Bescheinigung vorlegen konnte, dass ihr Unterricht auf einen Beruf vorbereitet. Die Leistungen ihres Lernstudios hielten die Richter dagegen für umsatzsteuerfrei. Gemäß einer Vorgabe in den europäischen Umsatzsteuervorschriften, wonach unter bestimmten Bedingungen Schulunterricht von Privatlehrern umsatzsteuerfrei ist. So, damit endet der Kasten. Es gibt 9 Kasten. Ein Buch von Frauen für Frauen, habe ich den Eindruck. Steuerrat, Experten. Aus einer Steuerkanzlei in Köln. Zitat Anfang. Immer wieder gibt es Fälle, in denen Freiberufler zwar grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig sind, aber Dienstleistungen für eine Einrichtung erbringen, die von der Umsatzsteuer befreit ist. Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn ein Freiberufler einen Lehrauftrag an einer Hochschule wahrnimmt oder Unterrichtsleistungen etwa für die Kammer erteilt. Um nun selbst eine umsatzsteuerfreie Rechnung ausstellen zu können, ist eine Bescheinigung des Auftraggebers notwendig. Daraus sollte ersichtlich sein, dass die Einrichtung über eine Umsatzsteuerbefreiung nach Paragraph oder Beschluss 4 Umsatzsteuergesetz verfügt und um welche Art von Befreiung es sich genau handelt. In der eigenen Rechnung sollte dann ein Hinweis auf diese Steuerbefreiung aufgenommen werden. Etwa umsatzsteuerfreie Leistung gemäß Beschluss 4 Nummer 21 Umsatzsteuergesetz, eine Bescheinigung des Auftraggebers liegt vor. Achtung! Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Tätigkeit tatsächlich umsatzsteuerbefreit ist, sollten Sie sich an einen Steuerberater wenden oder beim Finanzamt nachfragen, denn eine falsche umsatzsteuerliche Zuordnung kann Sie bei einer Prüfung teuer zu stehen kommen. Damit ist das Zitat zu Ende und der Kasten auch. Die Kehrseite der Medaille: Wer steuerfreie Umsätze einnimmt, darf auch keinen Vorsteuerabzug geltend machen. Das gilt sicher immer dann als komplizierte Angelegenheit, wenn ein Freiberufler sowohl umsatzsteuerpflichtige als auch umsatzsteuerfreie Erlöse verzeichnet. Dann müssen Sie Ihre Ausgaben aufteilen. Hier gibt es grundsätzlich das Prinzip der wirtschaftlichen Zurechnung. Die Kosten für Kopien für den Lehrauftrag einer
an einer umsatzsteuerbefreiten Schule sind vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Die Druck- und Layoutkosten für das Mailing eines Unternehmenskunden können als Vorsteuer bei der Umsatzsteuervoranmeldung angesetzt werden. Nicht immer ist eine Aufteilung jedoch so präzise machbar. Da akzeptieren die Finanzämter auch Schätzungen und pauschale Werte, zum Beispiel angelehnt an den prozentualen Anteil umsatzsteuerfreier Erlöse am Jahresumsatz. So, und jetzt kommt Merke ein Kasten. Eine Vorsteueraufteilung müssen Sie nur zwischen umsatzsteuerfreien und umsatzsteuerpflichtigen Leistungen vornehmen. Erbringen Sie Aufträge, die mit dem ermäßigten Steuersatz von 7% versteuert werden, steht Ihnen trotzdem der volle Vorsteuerabzug aus den dazugehörigen Kosten zu. Okay. Es geht weiter mit 7,19 oder gar keine Prozente. Und dann kommt die Kleinunternehmerregelung. Hauptnebenleistung bei Umsatzsteuer, Vorsteuerabzug, die Umsatzsteuervoranmeldung und die Umsatzsteuererklärung, Umsatzsteuerprüfungen, verbindliche Auskunft des Finanzamts. Okay. Dann bis später. Tschüss.